In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie die siebenteilige Stabübung mit dem Schreiten verbinden, Arme und Beine direkt miteinander kommunizieren und Sie Ihr Gleichgewicht verbessern können. Bei dieser Stabübung beschäftigen wir uns mit dem physischen Leib und den formenden Kräften in diesem Raum. Und dazu passt jetzt, wenn man jetzt eine Form im Raum sucht, eine gerade Linie, mit der man diesen Raum durchschreitet. Ich gehe nach vorne, lasse mich auf das ein, was ist, und ich ziehe mich wieder zurück zu mir selbst. Komm wieder an bei mir. Es gibt zum Schreiten ein eigenes Video. Ich zeige nur die allerwichtigsten Aspekte. Um sich jetzt vom Herz aus gut mit der Erde zu verbinden, nehmen wir den Fuß so, dass wir ihn von den Zehenspitzen abrollen und auf den Boden setzen. Das gibt eine feine Verbindung nach unten. Und dann mache ich es so, dass ich beim nächsten Schritt, wenn ich wieder abrolle, noch nicht das Gewicht nach so weit nach vorne nehme, dass es die Ferse hinten hebt, sondern ich tue den Fuß so stellen, dass ich noch durch beide Füße gut nach unten spüre. Beim Rückwärtsgehen rolle ich auch langsam den Fuß hoch, nehme ihn nach hinten und rolle langsam mit dem Fuß ab. Und hier achte ich jetzt darauf, dass ich nicht mit dem Abrollen des Fußes nach hinten kippe, sondern beim Abrollen des Fußes mit vorne verbunden bleibe. Und das mache ich, indem ich mit dem vorderen Fuß mich entspanne und nachgebe im Gewicht. Einmal versuche ich, die Qualität des Schrittes, so wie eben beschrieben, hinzubekommen. Dann habe ich mir bei der Stabübung eine bestimmte Qualität, die mir jetzt in dem Fall wichtig wäre, zu erleben, vorgenommen. Und als drittes versuche ich aber, dass das nicht parallel nebeneinander läuft, sondern miteinander verbunden. Der Schritt ist nicht zu Ende, bevor auch der Stab an seinem Ort angekommen ist. Und umgekehrt, der Stab ist nicht unten, bevor auch der Schritt sich abgerundet hat. Und das Besondere ist aber, dass ich versuche, das jetzt nicht mit dem Kopf zu kontrollieren, ja, jetzt muss ich unten sein, sondern dass zwischen dem Körperbereich der Beine, des Gehens und der Arme und des Stabes ein innerer Dialog stattfindet, wo die direkt miteinander kommunizieren und das steuern.